Zum 47. Mal haben in Solothurn die Filmtage stattgefunden. Dieses Jahr mit ein paar Erneuerungen. Eine neue Direktorin, ein gestrafteres Programm und mehr Feiern. Nach 20 Jahren als Direktor der Solothurner Filmtage ist Ivo Kummer von der 34-jährigen Seraina Rohrer abgelöst worden. Die Filmwissenschaftlerin aus Zürich setzt sich mit einem neuen Gefäß Upcoming für die Förderung der jungen Filmschaffenden ein und schafft mit einem etwas gestrafteren Programm mehr Raum für die einzelnen Filme. Filme und Bücher, meine Damen und Herren, geben uns Einblick in die verschiedensten Lebensentwürfe und ermöglichen es uns, das Selbsterlebte zu relativieren. Das Schweizer Filmschaffen ist differenziert und unterschiedlich, wie wir Schweizerinnen und Schweizer selber auch. Als nächste Rednerin darf ich nun unsere Direktorin, Frau Seraina Rohrer, auf die Bühne bitten. Stimada Duna Presidenta della Confederazione, liebe Filmschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass Sie so zahlreich zur Eröffnung der 47. Solothurner Filmtage erschienen sind. Es soll eine Feier werden, eine Feier des Schweizer Films. Und nicht nur heute, sondern in den kommenden 7 Tagen. Es freut mich außerordentlich, hiermit diese Feier zu eröffnen. In Solothurn und in der Branche wurde ich mit offenen Armen empfangen. Für dieses Vertrauen und die Verantwortung, die ich hier übernehmen darf, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Verehrte Frau Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf, es ist uns eine große Freude, Sie hier als Gast in Solothurn zu haben. Nun lade ich Sie herzlich ein, das Wort zu übernehmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Christine Behrli, sehr geehrte Frau Direktorin, liebe Seraina Rohner, sehr geehrte National- und Ständeräte, liebe Filmschaffende, liebe Freundinnen und Freunde des Schweizer Films, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein, weil ich eben gern ins Kino gehe und heute wieder einmal die Möglichkeit habe. Ich möchte Kinobesuche nicht missen und vor allem möchte ich den Schweizer Film nicht missen. Allerdings private Kinobesuche mit meinem Mann sind in den letzten Jahren etwas seltener und auch etwas schwieriger geworden. Mindestens schwieriger geworden, unerkannt im Kino zu sitzen. Der Schweizer Film, das ist ein wichtiges Kulturgut. Seine bewegenden Bilder bezeugen unsere kulturelle, unsere sprachliche Vielfalt. Sie zeigen aber auch, dass die Schweiz bereit ist, auch hinzusehen. Auch dort hinzusehen, wo es Unschönes gibt in unserer Gesellschaft. Der Schweizer Film zeugt von der Fähigkeit zur Selbstkritik. Und dass diese Selbstkritik durchaus auch amüsant, lustig und liebevoll sein kann. Bei der ersten Ausgabe von Seraina Rohrer hat der Spielfilm vom Oscar-Preisträger Xavier Koller, «Eine wie ich», der Dellebach-Carry, die Weltpremiere gefeiert. Es geht um ein Berner Original, das ins Schweizer Kulturgut eingegangen ist. Es geht um einen Stadtberner mit Ecken und Kanten, knorrig, aber liebenswert. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf die Welturaufführung des Spielfilms «Eine wenig», der Dellebach-Carry. Ich weiß, dass ich nicht richtig Berner Dialekt. Ich habe geübt. Mein Chauffeur hat gesagt heute, das ist schrecklich. Ich habe es trotzdem versucht. Aber ich kann Ihnen. In diesem Sinne wünsche ich den Solothurner Filmtagen und den Filmschaffenden viel Erfolg und den Filmschaffenden vor allem auch viel Freude und Begeisterung. Und uns allen wünsche ich jetzt viel Vergnügen. Also heute Abend war ja die Premiere vom Film «Einen Weg, der Dellebach-Carry». Was habt ihr da so für Erwartungen gehabt, bevor ihr reingegangen seid? Wie geht es euch jetzt, nachdem ihr den Film gesehen habt?
Ich war wirklich sehr gespannt auf die Geschichte und auf den Film, weil man natürlich, wie es gesagt wurde am Anfang, der Tellenbach-Karri vor allem von den Witzen kennt. Und gut, die Tragik war eben schon bekannt, ein bisschen weit, aber es ist, jetzt weiss man eigentlich, es ist ein Dokumentarfilm auf einem Weg, wie es war. Und ich finde den Film ganz hervorragend und kann ihn wirklich empfehlen. Noch zu den Filmtagen allgemein. Was für eine Bedeutung hat der Filmtag für die Stadt Solothurn? Die haben eine enorme Bedeutung. Es ist der grösste kulturelle Anlass mit der weitaus grössten Ausstrahlung. Also nicht nur von den Frequenzen her, sondern auch von der Ausstrahlung und von der Reputation. Und das ist für unsere Stadt schon sehr wichtig. Ich stelle immer fest, wieder auswärts, dass eigentlich der Name der Stadt wesentlich von den Filmtagen geprägt wird. Und was heisst sie für euch persönlich für eine Bedeutung? Für mich ist es eine Bedeutung von Begegnung mit sehr vielen Leuten, die man wirklich nur einmal im Jahr kennt. Es gibt natürlich unzählige Anlässe in dieser Zeit mit den Sponsoren, mit dem Verwaltungsstall und so weiter. Ich freue mich immer darauf und ich kann sagen, es ist eine Art ein kulturelles Zentrum in dieser Zeit, Solothurn. Geht ihr ausser dem Tellenbach-Karri noch einen anderen Film schauen? Ich kann etwa 3-4 Mal gehen, meistens allerdings im Zusammenhang mit einem offiziellen Anlass. Aber sonst durch den Tag durch, einfach in Kinosaal sitzen, das ist leider um diese Jahreszeit selten möglich. Was bedeutet Filmtag für euch persönlich? Für mich persönlich sehr viel, weil ich selber ein fleissiger Kinogänger war, mehr als ich jetzt noch die Zeit habe. Und die Filmtage hier in Solothurn sind ganz speziell, weil ja vor allem der Schweizer Film im Vordergrund steht. Und ich bin immer auch stolz drauf und auch erstaunt, was wir in der Schweiz alles produzieren in Sachen Film. Auf was freut ihr euch denn am meisten jetzt in den nächsten Wochen? Also ich habe nicht speziell irgendetwas. Also was ich werde schauen, wenn ich Zeit habe, ist vor allem Dokumentarfilm. Das ist so ein Genre, den ich persönlich mich nicht so gross auskenne, weil ich mehr gehe Spielfilme schaue. Aber ja, letztes Jahr habe ich schon einige Dokumentarfilme gesehen und das werde ich dieses Jahr wieder versuchen, so anzuschauen. Ist da etwas speziell an den Dokumentarfilmen, die hier jetzt ausgestrahlt werden, im Gegensatz zu den Dokumentarfilmen, die man sonst so im Fernsehen sieht oder so? Ja, es hat zum Teil ganz kurze darunter. Und es ist einfach die ganze breite Palette, die vorhanden ist. Ich kann jetzt nicht sagen, speziell jetzt ein Inhalt, der mich interessiert. Es geht ganz allgemein, dass ich einen kleinen Einblick bekomme, was im dokumentarischen Bereich gemacht wird. Was bedeutet es für Sie persönlich, hier die Filmtage in Solothurn zu eröffnen? Es ist für mich eine ganz große Freude, weil ich eine ganz begeisterte Kinogängerin bin. Ich gehöre noch zu der Sorte Menschen, die lieber einen Film im Kino sehen als im Fernsehen. Ich habe die Ambiance enorm gerne und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Sind Sie denn das erste Mal jetzt hier in Solothurn an den Filmtagen? An den Filmtagen, an der Eröffnung der Filmtage ja, weil ich das als Präsidentin mache, aber nicht das erste Mal an den Filmtagen. Was meinen Sie, hat sich denn jetzt in den letzten Jahren verändert? Die Entwicklung, also von den ursprünglichen oder den ersten Filmen, die ich gesehen habe, das waren die 6 Kummerbuben, das waren Gotthelf-Filme, also Geld und Geist oder Ueli der Pächter, Ueli der Knecht, was man eben so gesehen hat, zu heute mit kritischen Filmen, mit Filmen, die zum Nachdenken anregen, die auch selbstkritisch uns darstellen, also La Fortress oder Hoffnung, Der Weg der Hoffnung und so weiter. Das sieht man, es hat eine Entwicklung gegeben und ich denke, die ist sehr positiv für uns. Es ist immer noch sehr, sehr optimistisch, sehr konstruktiv, aber kritischer als früher. Seid ihr hier zum ersten Mal an den Filmtag? Nein, ich komme fast jedes Jahr. Nein, das kann ich bei Gast nicht sagen. Ich bin etwa zum 20. Mal an den Filmtag in Solothurn. Und das Jahr speziell, ja, gefällt mir von den Filmen her, die ich bis jetzt gesehen habe, wie von den Kurzfilmen her, oder sei es wie auch ein bisschen Schweizer Schaffen an Karri Tellenbach, einen so wie ich. Jetzt hätten wir gerne ein bisschen Italienisch schauen. Und sie sind in der Stadt oben an geschlossene Vorführung gekommen, also ausverkauft. Und jetzt hier leider noch einmal dasselbe. Und wir probieren weiter. Es hat noch ein paar Filme, die wir schauen wollen. Ja, das erste Mal da. Nein, ich bin schon manches Jahr da, aber ich weiss nicht wie viel. Keine Ahnung. Und die sind über 30 Jahre? Nein, ich bin schon mehrmals da gewesen. Ich komme immer wieder. Ja, seit Jahren komme ich regelmässig, aber bei diesem Jahr das erste Mal heute. Nein, ich komme eigentlich regelmässig, meistens so 1 bis 2 Tage. Was ist denn dieses Jahr euch ein Highlight? Worauf freut ihr euch am meisten an den Filmtagen?
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht sehr viel gesehen. Es ist nicht ganz einfach reinzukommen, also man muss relativ früh da sein. Aber super habe ich gefunden, gestern Kampf der Königinnen. Der Film von dem Nicolas Steiner, der war ganz toll, der hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich leider nicht reingekommen, ich hoffe, es wird die nächsten Tage noch ein bisschen besser. Mein filmisches Highlight? Allgemein hat es Highlight. Also ich finde einfach die Stadt sehr herzig, das habe ich wirklich jetzt wieder neu entdeckt. Ich war zwar früher mal da in Solothurn, aber es ist sehr persönlich und übersichtlich und die Stadt hat einfach sehr viel Charme. Und die Filmauswahl hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es jedes Jahr cool, wie viele Leute es hat und dass die Stadt echt gefüllt ist mit Leuten von überall her. Das finde ich cool jedes Jahr. Es ist toll, dass die Filmtage in Solothurn sind, nach wie vor. Wir sind stolz auf die, wir brauchen sie. Es ist ganz cool, es belebt unsere Stadt. Dieses Jahr kann ich nicht sagen, auf was ich mich am meisten freue. Ich komme relativ unbelastet her und schaue, was es hat. Und nachher finde ich meine Highlights. Also es geht mir ein bisschen ähnlich. Ja, ich bin jetzt erst gerade gekommen, heute am Mittag. Ich wollte eigentlich in den Film im Canva gehen. Der war aber ausverkauft, war leider kein Platz mehr. Und so bin ich jetzt hier den Film schauen, hier in der Reithalle über das Zürcher Nachtleben und so. Das war sehr interessant. Um die Debatte über einen Film zu halten, hat es auch dieses Jahr viele Podiumsdiskussionen gegeben. In der Diskussion zum Thema «Neue Schweizer Filme im Gespräch» haben drei Filmkritiker über vier aktuelle Schweizer Filme geredet. Angesichts dieser halbdokumentarischen Härte und Lebensnähe dann wieder ein bisschen schade. Ich fand, dass der Film formal immer so kurz vor dem Abheben war, dass er immer eine gewisse Halbdistanz hatte in den Bildern und dass eben das Drama dieser Figuren überhaupt nicht mal in die Bilder reinging, dass es einfach mal Kino wurde. Geschichte geht ein junger Mann, wächst sozusagen unter barbarischen Verhältnissen im hochalpinen Bereich und ohne Eltern auf, ja, und findet über das Medium. Sie haben ja jetzt hier an den Filmtagen vier Schweizer Filme gesehen. Wenn Sie jetzt die Schweizer Filme mit deutschen Filmproduktionen vergleichen, welche sind hier die markantesten Unterschiede? Ja, das ist schwer zu sagen, weil natürlich Deutschland so ein großes Filmland ist, dass einfach es gibt dort viel mehr Filme, ja, und alle möglichen Formen eben. Und die vier Schweizer Filme, die ich jetzt gesehen habe, die waren ja auch in sich sehr unterschiedlich von ihren Ansätzen her und von dem, was sie eigentlich wollten, sodass ich sagen würde, es gibt prinzipiell nicht so viele Unterschiede, sondern wenn zum Beispiel ein Film wie der Verdingbub, wenn ich den sehe, dann denke ich an bestimmte deutsche Filme, die ähnliche Sachen machen, ja, die auf ähnliche Weise mit Geschichte umgehen, die auf ähnliche Weise auf ein großes Publikum zielen, die eine bestimmte literarische Seriosität sozusagen haben, die auch mit Stars arbeiten und so weiter. Da sehe ich eher Parallelen. Wenn ich dann einen Film wie Offbeat sehe, da denke ich an bestimmte kleinere deutsche Filme, die auch so etwas Ähnliches machen, die in bestimmten Milieus eben in Berlin oder so eben spielen. Also insgesamt würde ich sagen, ich sehe eher Parallelen, spezifische, als dass ich Unterschiede sehe. Ja. Ihr seid ja die Mitinhaberin von diesem Kino hier. Was könnt ihr etwas über die Stimmung sagen, die während der Filmtag hier? Ja, schon eine spezielle Stimmung und natürlich ein Rummel. Man kommt wenig zum Schlafen, aber es macht Spass. Die verschiedenen Leute aus ganz Schweiz und die bekannten Regisseure, die alle da sind. Macht Spass. Geht ihr dann auch privat filmen schauen, an den Filmtag? An den Filmtag sehe ich weniger Filme, aber ich gehe immer an Festivals, ich gehe nach Locarno filmen schauen. Ich gehe viel ins Kino. Über einen Film «Der böse Onkel» ist bereits im Vorfeld viel geredet und diskutiert worden. Im Interview hat der Regisseur Urs Odermatt erzählt, dass er Solothurn nur während dem kalten Winterjanuarwetter kennt und fragt sich, ob wir da auch einen Sommer kennen. Also ihr seid ja in erster Linie hier an den Filmtag, um den Film «Der böse Onkel» vorzustellen. Könnt ihr unseren Zuschauern und Zuschauerinnen schnell ein bisschen erzählen, um was es in diesem Film geht? «Der böse Onkel» ist ein Film über Einsamkeit und Missbrauch. Es geht um einen Sportlehrer, der sich sexuell an seinen Schülerinnen vergreift und um eine Mutter, die versucht dagegen anzukämpfen. Und «Der böse Onkel» zeigt eigentlich diesen Kampf und dieses Leben in dieser geschlossenen Gesellschaft, in dem kleinen Dorf in der Schweiz und wie jeder so mit seinen Problemen behaftet ist. Und der Film erzählt das auf eine sehr fiktive, theatrale und abstrakte Weise,
sodass daraus eine richtige, so eine Art farbenfrohe Sprechoper rasant und abgefahren entstanden ist. Der Film ist ja schon mal gezeigt worden hier, der Filmtag jetzt. Wie ist er so beim Publikum angekommen? Ja, wie gewünscht, mit euphorischer Zustimmung und heftiger Ablehnung und in der Mitte ist gar nichts. Also Langeweile ist ausgeschlossen und das ist sehr toll für uns. Der Film greift ja im Inhalt ein Thema auf, das oft hinter verschlossenen Türen bleibt. Wie viel Mut braucht es wirklich, sich an so ein Projekt zu wagen? Für mich kennen, weil für mich ist das ein Thema wie jedes andere und ich versuche für jedes Thema, auch für das Thema, die entsprechende Form zu finden. Und ich glaube, wir haben da einen guten Zugriff. Insofern ist das für mich ein Film geworden, wo ich so dazu stehe, dass ich jedes Feld unterschreibe. Mit was für Hürden hat der Schweizer Film im Allgemeinen so zu kämpfen? Ich würde sagen, aus Produktionssicht ist es die Filmförderung. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen hätten. Und ich glaube, manchmal haben die Leute Angst, etwas zu unterstützen, was etwas anders ist oder was wirklich provokant ist oder eine ganz eigene Handschrift hat. Und da würde ich mir doch vielleicht von der Schweiz ein bisschen mehr Mut wünschen, auch mal etwas zu unterstützen, was jetzt nicht unbedingt in das 20 Uhr Vorabendprogramm passt, sondern was auch ein bisschen speziell ist. Ich kann das nicht allgemein sagen, nur für mich. Und ich glaube, wir haben in der Schweiz ein sehr aufgeschlossenes, liberales Publikum, das auch so viel neugierig ist. Die Hürde ist mehr halt Finanzierung und auch die Presse, die halt eher konservativer ist als Publikum. Und ich glaube, wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, den Film independent zu machen. Also mit einer alternativen Finanzierung. Und Jasmin Morgan macht auch gute Arbeit mit all den Medien. Das heisst, wir haben auch einen Weg gefunden, dass wir da viel Zustimmung ernten. Und darum glaube ich, dass wir ein grosses Publikum finden. Neben dem Filmtag, was verbindet ihr sonst noch so mit Solothurn? Ja, die Literaturtage natürlich. Die Literaturtage. Und sonst ist es eigentlich so, dass ich seit Mitte 70er Jahre in Solothurn an Filmtag bin. Und das ist immer Jänner. Das heisst, für mich stellt sich die Frage, gibt es in Solothurn auch Sommer? Haben wir auch eine warme Jahreszeit? Weil ich habe in Solothurn immer Januarwetter. Das ist für mich, das gehört irgendwie zusammen, weil ich bin halt immer in den Filmtagen da. Aber ich gehe davon aus, ihr könnt hier einen wunderbaren Sommer. Und irgendwann tue ich mir das leisten, mir das mal anzuschauen. Wie wichtig sind eurer Meinung nach die Filmtage für die Stadt Solothurn? Ich denke, sie sind sehr wichtig. Solothurn wird ja in der Schweiz als Kulturstadt empfunden, auch wegen der Literaturtag. Es ist ganz wichtig, die Tage im Januar für den Film, nur für den Schweizer Film. Das ist natürlich einmalig. Das ist, denke ich mir, nicht nur wichtig für die Stadt, das ist vor allem auch für die Schweiz wichtig. Es hat schon einen wichtigen Aspekt, das Ganze an. Ist es einmal, dass es Solothurn als Ort jetzt schon zum 47. Mal macht. Dass es sich so etabliert hat. Wir haben auch noch vor ein paar Jahren den Schweizer Filmpreis hier in Solothurn. Nebenbei muss ich sagen, und man sieht tagtäglich, was für Leute aus Ausland und Aussenkantonen hier auf Solothurn kommen, die doch schon heissen, dass es doch tolle Filmtage sind. Ja, ich glaube, sehr wichtig, hoffen auch, dass es so weiter bleibt, dass es irgendwie ein bisschen kulturellen Höhepunkt hat in dieser Stadt. Ja, ich kann mir Solothurn ohne Filmtag gar nicht vorstellen. Also ich finde das super wichtig eigentlich. Ich denke schon, dass es wichtig ist. Wenn das vorkommt, wird auch Solothurn weniger bekannt sein. Ja, ich denke, das ist ein recht wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es kommen doch sehr viele Leute, die da eben dann, in den Hotels übernachten, die in den Restaurants essen und so weiter. Und ich finde es auch immer eine gute Gelegenheit, eben die schöne Stadt Solothurn, die man nicht so kennt, mal einmal im Jahr zu besuchen. Es ist ein herziges kleines Städtchen. Wenn ihr die Filme, die hier an den Filmtag gezeigt werden, mit Filmen, die schon so im Kino laufen, vergleicht, wie findet ihr die Filme, die hier gezeigt werden? Ja, wissen Sie, da bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet, wie ich habe mit Schweizer Filmen zu tun. Und für mich sind natürlich die Schweizer Filme wichtig, dass die eine gute Plattform haben.
Während ich im Kino natürlich dann oft auch ausländische Produktionen schaue. Aber ich habe generell großes Interesse an Dokumentarfilmen. Und ich glaube, der Schweizer Film ist, Dokumentarfilm ist extrem, auch weltweit, sehr gut und auch bekannt. Ja, sie sind halt ein bisschen eigener, weil sie eher spezielle Themen behandeln und vielleicht nicht unbedingt so für die breite Masse zugänglich. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eher spezielle Filme gesehen, wo man sich ein bisschen darauf einlassen muss und wo nicht so vielleicht Hollywood-tauglich sind, weil sie aber eigentlich ein bisschen spezieller sind. Ich finde es cool, gibt es eine Plattform für die spezielleren Filme und für Filme von der Schweiz. Und ich finde es super, mir gefällt es sehr gut. Ich schaue praktisch keinen Fernsehen und bin aber jedes Jahr an den Filmtag. Ich denke, das sieht alles. Also es hat ja immer auch kommerziell, es hat ja immer auch solche, die nachher im Kino sind und alles. Aber spannend ist, dass man immer Filme sieht, wo man nicht weiss oder wo man noch nicht gesehen hat und wo Überraschungen sind. Das finde ich spannend. Ich finde es sehr wichtig, dass neue Filme sind. Und das war früher viel mehr gewesen. Heute hat es viele Kino, Filme, die sie schon in den Kino gezeigt haben. Auch noch. Ich finde das schade. Ja, das ist eigentlich auch mit der Grund, wieso ich gerne an die Festival gehe, sei es hier auf Solothurn, aber auch auf Locarno. Es wird halt also ein bisschen auch Zeug gezeigt, das neben dem Mainstream ist. Und ich finde das eigentlich sehr gut. Ich gehe sonst auch ins Kino kommerzielle Filme schauen, aber ich finde eben hier, erfahrt man auch viel oder sieht man auch viel, wo im Kino nicht läuft oder wo nur in kleinen Kino ist und wo man dann sehr gut da muss schauen, wenn laufen die laufen meistens dann nicht sehr lang und hier eben eine breite Auswahl kann man ein bisschen, wirklich das eine oder andere auch entdecken. Bienvenue à la nuit des nominations, benvenuti alla notte delle candidazioni. Herzlich willkommen zur Nacht der Nominationen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. In spätestens einer Stunde werden wir wissen, wer von uns nominiert werden wird, wer nicht oder wer wieder nicht. Und jetzt würde ich sogleich gerne das Wort weitergeben an unseren neuen Bundesrat. Und es ist auch ein kleiner historischer Moment, denn es ist immerhin das erste Mal, dass er sich in der Öffentlichkeit an uns Filmschaffende hier in der Schweiz wendet. Sehr geehrte Frau Direktorin der Solothurner Filmtage, sehr geehrte Frau Präsidentin der Solothurner Filmtage, sehr geehrte Frau Präsidentin der Eidgenössischen Filmkommission, sehr geehrter Herr Präsident der Schweizer Filmakademie, liebe Filmschaffende, liebe Freundinnen und Freunde des Schweizer Films, sehr geehrte Damen und Herren. Ich muss Ihnen sagen, das ist mir eine sehr große Ehre, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und es ist mir auch wirklich eine große Freude, weil ich überzeugt bin, dass wir dabei sind, ein neues Kapitel im Schweizer Film aufzuschlagen. Und auch wenn das klassische Kino vielleicht seinen Zenit überschritten hat, das bewegte Bild wird auch in unserer multimedialen und global vernetzten Welt die Mythen unseres Alltags schaffen. Der Schweizer Filmpreis Quarz ist der höchst dotierte Preis im Schweizer Film. Er zeichnet Erfolge im Schweizer Film in 9 Kategorien aus. Jährlich werden während der Filmtage die Nominierten aus allen Kategorien bekannt gegeben, wie zum Beispiel auch die besten Spielfilme. Milagros Mumentala, der Ferdingo, Markus Imboden, Eine Benich, der Dalebach Kauri, Xavier Koller, Hell, Tim Fehlbaum, Giochi d'Estate, Summer Games, Rolando Colla. Zum vierten Mal ist an den Filmtag auch der Prix de Soleil vergeben worden. Die Jury war zusammengesetzt aus der Altbundesrätin Micheline Calmiret, der Regisseurin Severine Cornamusa und dem Schriftsteller Charles Lewinsky. Der Prix de Soleil zeichnet einen Film aus, der eine humanistische Grundhaltung überzeugend auf der Leinwand umsetzt. Die Voraussetzungen hat der Dokumentarfilm Vol Spécial erfüllt und ist als Gewinner mit 60'000 Franken ausgezeichnet worden.
Der Publikumspreis Prix du Public hat der Dokumentarfilm «Die Wiesenberger» gewonnen. Was bedeutet das Ihnen, in der Jury des Prix des Solothurns zu sein? Ja, das ist eine große Ehre, gewählt zu sein als Jury der Prix des Solothurns. Und das war eine Verantwortlichkeit auch, weil der Prix des Solothurns ist nicht nichts. Das ist wichtig für die Filmmacher und das war eine interessante Arbeit. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie in die Jury kamen? Ich bin angefragt worden und ich habe akzeptiert. Nach welchen Kriterien haben Sie die nominierten Filme ausgewertet? Ja, der Prix Solothurn muss zwei Kriterien erfüllen. Das erste Kriterium ist der Humanismus. Und das zweite ist die Form, die da auch überzeugend sein soll. Und dieser Film hat für uns die beiden Kriterien erfüllt, völlig erfüllt. Sind Sie sich da in der Jury schnell einig geworden? Ja, das war, also für uns war es, dieser Wahl war selbstverständlich. Gehen Sie auch privat gerne ins Kino? Ich gehe gerne ins Kino, aber seit die letzten 9 Jahren bin ich nicht oft ins Kino gegangen, das muss ich schon sagen. Und das war die Gelegenheit, wieder in Verknüpfung zu kommen mit dieser Welt, das Kino und diese Art und Weise, die Realität und unsere Gesellschaft anzuschauen. Es war sehr froh. Seit ihr für den Filmtag arbeitet, wohnt ihr ja auch unter der Woche in Solothurn. Wie habt ihr euch hier eingelebt? Ich finde es eine super Stadt. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ich finde, es ist eine Stadt, wo es ein wahnsinniges Kulturangebot gibt. Von Theater, Film, Literatur, Konzert. Es ist wirklich ein toller Ort. Noch heute und morgen sind die Filmtage schon wieder vorbei. Könnt ihr bereits eine erste Bilanz ziehen? Also bis jetzt bin ich sehr positiv. Wir haben sehr viele Zuschauer gehabt. Wir haben sehr viele Leute gekommen, die gekommen sind, um zu diskutieren. Viele schöne Premieren, viele prominente Gäste. Das ist genau das Ziel. Für mich ist es aber so, dass ich natürlich jetzt erstmal so, das ist mein erstes Mal gewesen, ich habe alles mal gesehen und jetzt habe ich auch viel klarer gesehen, das würde ich vielleicht anders machen, da könnte man noch verbessern, dort müssen wir vielleicht mal noch genauer hinschauen. Das ist für mich ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich habe wahnsinnig Lust schon, mich vorzubereiten auf die nächste Ausgabe. Könnt ihr dir da schon so ein Beispiel sagen, was ihr so alles noch möchtet ändern jetzt nächstes Jahr oder auch in den folgenden Jahren? Also es ist natürlich klar, dass ich jetzt da noch nicht ein pfannenfertiges Projekt habe. Es ist aber so, dass gerade mit den Zuschauern, ich denke, die Situation hat sich wirklich zugespitzt. Es sind immer mehr Leute und ich würde sehr gerne eine zusätzliche Spielstätte fürs nächste Jahr haben. Ich will unbedingt einen weiteren Hauptsponsor, der uns stärkt. Das ist mir ganz wichtig. Was ist denn so bis jetzt euch ein persönlicher Highlight gewesen an dem Filmtag? Ja, es ist noch schwierig. Es gibt so viele kleine Highlights zwischen ihnen und dann auch grössere. Also ich denke, die Eröffnung hat sicher gerade schon mal mein Herz erwärmt mit dem Xavier Koller und seinem Film. Dann habe ich es aber auch wunderbar gefunden mit unserem Ehrengast Marc Keller. Aber auch diverse Premieren, wo die Leute Freude haben, wo diskutiert worden ist. Ja, nein. Mit eurem neuen Gefäß Upcoming, die hat ja den Nachwuchs eigentlich fördern. Wie seid ihr selber gefördert worden, als ihr angefangen habt? Gute Frage. Also ich war in der Schülerorganisation, zuständig für Kultur und habe viele Konzerte organisiert. Und nachher bin ich eher so im Musikbereich tätig gewesen. Und dort hat es auch immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, super, wenn ihr macht, wenn ihr unterstützt. Und ich habe auch mal einen Preis gewonnen. Zusammen mit dem Unternehmen, das wir hatten. Das war auch so eine Möglichkeit, um wirklich das Gefühl zu haben, man ist auf dem richtigen Weg, man macht das gut. Habt ihr schon neue Projekte in Planung? Also für mich persönlich oder für Filmtag? Für euch persönlich? Ich gehe in die Ferien. Wohin geht's? Ich nehme meinen Mann und meinen Sohn aus dem Gefrierer und dann gehen wir mit dem Flieger Richtung Burma, Myanmar. Ja. Auch wir werden ganz sicher wieder dabei sein bei den 48. Solothurner Filmtag im Jahr 2013.